Hallo, meine lieben Agents da draußen. Grüße ihn raus. Hier ist wieder euer Blacky und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Da bin ich wieder und zwar geht es wieder um ein Bild mit dem Ninja-Bike-Rucksack. Viele sagen auch mein Namensvetter-Rucksack. Ja, das ist tatsächlich so. Und heute haben wir uns dem Set gewidmet, der Self-Reparatur macht, meine Lieben. Da gibt es ja nur ein Set und zwar das Bollwerk-Set. Es ist wirklich nur eine Variante davon. Es werden wahrscheinlich noch ein paar andere Varianten dazukommen. Aber ich muss ja mit irgendeiner anfangen, ja? Okay. Also das können sowohl Profis benutzen als auch Anfänger. Gerade für die Anfänger ist dieses Set sehr zu empfehlen, weil, jetzt kommt's, ihr habt wirklich nicht mehr viel damit zu tun, die Rüstung zu reparieren, das ist einfach automatisch, ja? Okay, aber da kommen noch ein paar andere Tipps dazu, also bleibt dran und hört zu. So, gehen wir erstmal zu Spezialisierung standardmäßig. Also ich habe gehadert zwischen Richtschütze und Techniker. Beide haben ihre Vorteile. Ich habe mich aber für den Richtschützen entschieden. Ich werde euch auch sagen, warum. Aber wir gehen erstmal rein. Okay, aktiv haben wir tatsächlich die Pistole, die Shotgun und die AR. Warum ich mich jetzt für diese Variante entschieden habe, ganz einfach Erklärung. Wenn man viel mit Random spielt, haben die alle die Direktiven an, ja. Und das bedeutet, es kann durchaus mal sein, dass du ohne Munition dastehst. Und da kommen wir zu diesem Spezialisierungsbonus. Und zwar hier. Generiert alle 60 Sekunden 10% gesamte Munitionskapazität und für die Partymitglieder 5%. Ja, das war für mich mit einer der Gründe, warum ich es genommen habe. Aber der Hauptgrund ist natürlich hier oben, das Töten vom Feind gewährt 10% Rüstung. Ja, das ist so für mich persönlich, das, was am wichtigsten ist bei der Spezialisierung. Und die Feuerrate wird natürlich erhöht pro Kill. Ja, das ist auch für den einen oder anderen vielleicht wichtig. Es wird auch noch ein Video kommen über die Spezialisierung. Es wissen auch viele nicht die Teamsymbiose, was diese Spezialisierung können. Ja, also wenn ihr ein Team zusammenstellt, müsst ihr eigentlich auch darauf achten, wer was für eine Spezialisierung hat. Ja, okay. Das war ein kleiner Vorab-Tipp, damit ihr so auch weißt, oder wisst, was auf euch zukommen wird, wenn ich dieses Video abgedreht habe, was die Spezialisierung angeht. So, raus hier, genug gelabert und jetzt gehen wir ins Eingemachte, meine Lieben. Bam! So, also, hier ist unser Ninja-Bike-Rucksack. Ja, das schöne Ding. Hauptbewaffnung haben wir die M4 Polizei-Version. Hier könnt ihr nehmen, was ihr wollt, also als AR. Scorpio empfehle ich euch allen, für die, die es haben, immer in der zweiten Hand mittragen. Die Scorpio ist halt mit dafür verantwortlich, dass ihr Area Control habt, ja, dass ihr die NPCs kontrolliert. Mit dabei ist die angepasste TDI Card, ja, das ist eine Dark Zone Only Drop Waffe. Der Besonderheit hierbei ist, du kriegst nochmal +1 Fertigkeitenrang, wenn du sie in der Hand hältst, ja. Wir haben aktuell ein Fertigkeitenrang von 5, ja, reicht aber für dieses Bild komplett aus. Ich krieg halt sehr viele Bonis durch die Spezialisierung und ich wollte halt auch ein bisschen tankiger sein. Bedeutet, wir haben 1,4 Millionen Rüstung und das ist auch nice to have, ja. Okay, fangen wir mit der Maske an. Da haben wir Kernattribut gelb. Fertigkeitenrang und Attribut ist folgendermaßen aufgebaut. Wir haben 10% Fertigkeiten Schaden drauf und im Mod-Bereich haben wir Chance auf kritische 6%. Ja. Hier habe ich eine etwas neuere Bellstone Armory. Ihr kennt ja alle meine vorherigen Videos, da haben wir ja eine andere Brust gehabt. Und hier ist es halt so, dass ich Unbreakable genommen habe. Das spielt mir auch in die Karten für dieses Set so, wie man es halt spielt. Ne? Man ist safiger, man muss nicht so viel auf sein Life achten. Alles funktioniert so ein bisschen automatisch, dies, das. Ja.
Und deswegen ist es auch Best von Armory geworden. Da kriegen wir 1% Rüstungsregeneration und 10% Rüstung durch Kills. Das heißt, ich habe einmal 10% durch die Spezialisierung und einmal durch Best von Armory. Das heißt, wir haben schon 20% Rüstungsgewinnung durch die Kills. Das ist schon natürlich insane und auch nice to have für dieses Bild. Ja? In den Attributen haben wir Rüstungsregeneration, 10% Fertigkeitsschaden und 6% Chance auf kritische im Mod-Bereich. Ja? So, kommen wir tatsächlich zu dem Holz. Der ein andere weiß es nicht, aber das ist der kleine Moment, Memento für den kleinen Mann, also für den armen Mann, sagen wir immer. Als das damals rauskam, haben wir hier auch fast 3 Attribute. Ne? Also wir haben Rüstung, wir haben 10% Waffenschaden und die 10% Fertigkeitenschaden. Deswegen nennen wir das der kleine Momento vom kleinen Mann. Ja, okay. Aber es ist Brazos der Arkabus. Ja, so heißt der Markensatz. Und da kriegen wir Fertigkeiten Tempo und plus 1 Fertigkeiten Rang. Das ist auch für mich sehr wichtig gewesen, dass wir das inklusive Picaros Holster, so heißt nämlich die Named-Variante, dass wir halt Fertigkeitenrang dabei haben. Ne? Und deswegen muss ich jetzt nicht unbedingt in der Spezialisierung den Techniker haben. Ja? Ihr könnt aber auch, jetzt wieder ein kleiner Tipp am Rande, hier was anderes reinbauen. Und zwar gibt es dort noch die Möglichkeit, hier Gießereibollwerk reinzumachen, hier im Holster. Und dann habt ihr hier im Kniebereich, dann gehe ich mal kurz zu meiner Kiste, dann zeige ich euch mal, welche Knie da in Frage kommen. Und zwar würde ich euch empfehlen, Kaiserliche Garde. Ja, Kaiserliche Garde ist auch eine Dark Zone Only Drop Item. Ist von Murakami Industries. Da bekommt ihr auch nochmal on top 1% Rüstungsregeneration. Warum ich es jetzt nicht mit dabei habe, ist, du kriegst halt 20% Fertigkeitenwirksamkeit, das ist ja eigentlich nicht schlecht. Und du hast hier nochmal 20% Reparaturfertigkeiten, das brauche ich ja nicht. Das wäre dann halt, vertane Platzverschwendung für mich persönlich, für dieses Bild. Aber ihr könnt es natürlich so bauen und mal herumtesten, herausfinden, ob das für euch was ist oder nicht. Ne? Dann hättet ihr nämlich summa summarum 3% Rüstungsregeneration und so haben wir nur Anführungsstriche, nur 2% Rüstungsregeneration. Aber das passt. Ne? Das passt. Das ist nicht so schlimm. Ja? Also wie gesagt, Highlight finde ich jetzt tatsächlich in dem Set einige Items. Einmal hier Picaros Holster, Bellstorm Armory die Brust und zwar mit Unbreakable. Und natürlich unser Ninja-Bike-Rucksack. Das sind so die Highlights. Das zu farmen ist eigentlich relativ einfach. Es kommt häufiger mit Fertigkeitenschaden. Ja? Also ihr müsst ja oben den Kernattribut wechseln auf Fertigkeitenrang. Ja, was heißt müsst, aber ihr solltet. Und es kommt halt häufiger, dass das halt auch mit Fertigkeitenschaden droppt. Deswegen ist es relativ einfach, dieses Bild zu bauen. Bei der Brust bin ich mir jetzt nicht so sicher, ob die so einfach droppt. Müsst ihr mir mal in die Kommentare reinschreiben, ob ihr immer gute Westen von Best von Armory bekommt. Picaros Holster droppt eigentlich häufiger, auch so, wie es kommen sollte. Von daher ist das auch nicht so schwierig. Okay, kommen wir zu den Fertigkeiten, Überfallgeschütz. Da sind wir bei 94.000 Periode. Reicht auch vollkommen aus. Dann, also im Kaltzustand. Und fast 60.000 bei der Drohne, beim der Stürmerdrohne. Ja? So, die Situation ändert sich sofort, wenn ihr auf die Pistole wechselt. Dann habt ihr nämlich 6er Rang. Ich guck mal, ob ich das euch mal so zeigen kann. 6er Rang. Genau, bei 6er Rang habt ihr dann 103.000 Periodeschaden beim Turm und über 64.000, also fast 65.000 bei der Drohne. Ja? Das ist schon nice to have, meine Lieben. Ja, es werden auf jeden Fall noch andere Modelle kommen, aber das ist jetzt so der Techniken-Gießerei-Bollwerk, wobei ich dann halt auch sage, hier ist eine sehr hohe Komfortzone. Bedeutet, wenn ihr mit Randoms arbeitet, das ist halt wirklich so eine
Loot-Maschine, ne? Loot-Farm-Maschine. Ihr könnt mit jedem laufen, ihr macht Damage genug, ihr seid überall willkommen und von daher, ihr seid ja jetzt da nicht irgendwie fünftes Rad am Getriebe. Ihr könnt also euer Dienst in der Gruppe beitragen, indem ihr natürlich auch die Kills macht. Ja? Schwierig zu farmen ist wahrscheinlich die Pistole. Da könnt ihr aber allerdings die Namekisten kaufen. Wenn ihr Countdown macht, kriegt ihr diese Währung. Dann geht ihr einfach halt zu dem Händler und dann kauft ihr Namekisten. Dort kann es nämlich auch rauskommen. Ja? Oder beim Darkzone-Händler. Da müsst ihr halt mal nachschauen. Aber eigentlich ist es eine Darkzone-Only-Waffe. So, meine Lieben. Das war's. Jetzt gehen wir pre-live in eine Mission rein. Und dann zeige ich euch ein bisschen Action-Play. Und wenn ihr Fragen habt, gerne in die Kommentare rein. Das Video liken nicht vergessen. Abos natürlich auch. Wer noch kein Abonnent ist, Abo dalassen. Auf Bruder- und Schwesterbasis würde ich mich herzlich bedanken. Und ich bedanke mich bei allen, die schon Abonnent sind und diesen Kanal fördern. Kuss geht raus an euch. Dankeschön. Und ja, jetzt gehen wir in die Mission. Gucken wir mal, wo wir rauskommen. Wir laufen natürlich heroisch. Und ach so, habe ich ganz vergessen zu sagen, ihr kommt tatsächlich mit jeder Situation klar, auch wenn die Direktiven an sind, auch wenn alle an sind, kommt ihr wirklich damit klar. Das ist alles kein Ding für dieses Set. So, wir werden nicht alles laufen, ich werde euch noch ein bisschen Gameplay zeigen. Und ich bin hier gelandet, jetzt müssen wir kurz laufen zu dem Team. Oh, wir haben ein 11.000er, 6.000er, 7.000er. Also eigentlich eine elitäre Gruppe, möchte ich sagen. Also vom SHD her. Jetzt gucken wir uns das mal an, was hier abgeht. Okay, die haben da schon Action. Baller mal von der Ferne. So ein bisschen Unterstützung geben. Ich habe von irgendwo Damage bekommen. Ach so, da oben ist noch ein Hund gewesen. Sehr gut. Ihr habt ja gesehen jetzt, was passiert ist. Das Set arbeitet wirklich gut. Okay. Jetzt müsste hier gleich ein Helikopter kommen, aber es ist egal. Wir bauen... wir bauen hier unseren Turm auf. Das ist nämlich viel wichtiger. Okay. Ja, gut. Der Damage ist da. Das siehst du in der Gruppe. Der Damage ist einfach da. Bam. Bisschen festkleben, die Kollegen. So. Da wird denn hier nichts mehr kommen. Jetzt wird nochmal Helikopter kommen, glaube ich. Ja, da ist er schon. Wir haben aber schlechte Witterung hier. Meine Güte. Ja. Das finde ich auch super, dass ich euch schon zeigen konnte, wie das Set arbeitet, wenn es Damage bekommt. Ne? Das ist schon nice. Das ist schon wirklich nice. So. Rein in die Holger. Ich bin mal gespannt, was ihr dazu sagt zu dem Set. Ihr könnt es natürlich nachbauen, mal nachspielen. Ich kann das nur euch empfehlen. Das ist ein sehr gutes Farm-Set. Ohne dass man halt Schwierigkeiten oder Probleme hat. Wir haben hier gerade drei Direktiven an. Und ich merke nichts davon. Das ist jetzt ein bisschen Real Talk. Sehr gut. Achso, der eine andere hat sich ein Damage-Bild gewünscht. Das wird noch kommen, meine Lieben. Aber ich muss erst einmal meine ganzen Sachen hier intern abarbeiten, die ich machen wollte. Und von daher werden noch die Damage-Builds kommen mit dem Ninja-Bike-Rucksack. Ich weiß, im Internet sind schon wieder diverse Videos. Aber ich werde natürlich mein Stempel draufsetzen, so wie ich denke, ein Damage-Bild mit dem Ninja-Bike zu bauen. Ihr wisst ja, ich habe da immer meine eigenen Wege.
Aber ja, ich bin durchaus bewusst, dass es da schon wieder ja, Meta-Sachen gibt mit Striker-Builds. Also ich werde auch ein Striker-Build natürlich machen, weil es bietet sich einfach an, Striker zu machen mit Ninja Bike. Aber es ist auch wirklich tatsächlich alles Geschmackssache. Am Ende des Tages kann man mit dem Ninja Bike wirklich sehr viele Sachen bauen. Und ich habe auch gefühlt immer das Grinsen im Gesicht, wenn ich mit dem Ninja Bike Rucksack Sachen experimentiere und sehe, was alles so möglich ist. Ne? Das erste Video habt ihr ja auch schon gesehen, was alles so möglich ist, was ich alles damit aktivieren konnte. Das ist schon der helle Wahnsinn, ne? Das ist schon der helle Wahnsinn. So, wo sind wir jetzt hier? Wir sind schon Boss-Raum. Meine Güte, das ging ja schnell. Das ging wirklich schnell. So, wow. Wo ist denn der andere Typ? Was macht der denn da? Meine Güte. Immer diese Trödler, ne? Immer diese Trödler. Du hast immer einen Trödler im Team. Immer einen. Egal, mit wem du läufst. Mit Clan. Mit der Komödie, irgendeiner trödelt immer, meine Güte. Ja, Mann. So, mal gucken, ob wir das da sofort mal killen können, das Ding. Jawohl, ist schon down gleich. Okay, hinter mir ist etwas. Den killen. Ich habe schon Memento. Ach, Memento sei schön. Ich habe schon Unbreakable verloren. Du gehörst mir, Baby. Dein Hinter war meins. Dein Hinter war mein Hintern. So. Da ist ein Digi. Sehr schön. Der ist auch lost. Sehr nice. Schön abstoppen die NPCs. Dafür haben wir die Scorpio. Da haben wir doch wieder einen Kollegen, der vor mir steht mit seinem Schild, ne? Egal welche Mission. Du hast immer einen Schildträger, der dich blockt, Bruder. Echt Wahnsinn. Brauche ich nicht. Ja, schnelle Truppe, möchte ich sagen. Oh, der Boss macht Ärger. Aber ich bin da. Ich bin da, mein Lieben. Da ist er, der Blacky. Du wirst hier nichts machen, Bruder. Du wirst gar nichts machen. Bam. Schau mit auf. Ja, das war's, ne? Also, war eine schnelle Nummer. War wirklich eine schnelle Nummer. Ja, meine Lieben. Ihr habt gesehen, was das Set kann. Ich hab's jetzt extra so ein bisschen auch drauf ankommen lassen, dass es Damage bekommt, etc. Und damit ihr ja sehen könnt, wie der Self-Heal arbeitet. Und ich denke mal, das ist für ein Techniker-Bild sehr angenehm zu spielen. Und vor allen Dingen auch eine schöne Variante. Man muss sich nicht immer um Rüstungsregeneration kümmern, meiner Meinung nach. Und gibt bestimmt auch andere Builds, wo man halt Rüstungsregeneration hat. Aber der Vorteil ist halt vom Bollwerk-Set, dass er sich selber auch repariert. Das ist halt das Entscheidende, ne? So, nehmen wir nochmal die Punkte mit. Sehr schön. Und raus hier. Ja, meine Lieben. Wenn euch das Video gefallen hat, einfach Daumen nach oben. In die nördliche Richtung, sage ich immer so schön, drücken. Und mich weiterempfehlen. Dankeschön für den netten Support. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und bis zum Ende geguckt habt. Ich werde auch später wieder auf Twitch sein. Wenn ihr Fragen, Anregungen oder was anderes habt, seid ihr hiermit herzlich eingeladen, zu mir in den Chat zu kommen und dann können wir uns weiterhin unterhalten. Und würde mich natürlich freuen, auch wenn ich euch als Zuschauer gewinnen könnte. So, das war's von meiner Seite aus. Ich hoffe, es hat euch wirklich gefallen und
sage euch viel, viel Glück, viel, viel Spaß. Alleine mit dem Ninja-Bike-Rucksack viel, viel Spaß. Und ja, experimentiert viel, ja. Das kann ich euch nur empfehlen. Experimentiert viel. Es gibt kein Falsch, sondern gibt immer eine Variante. Und das war auch eine Inspiration für euch, was man mit dem Bollwerk-Set noch so alles anstellen kann, außer Tanky. Und ja, dann sage ich bis bald. Geh raus mit einem Ciao und Au. Haut's rein.